Overwatch Beta steht schon in den Startlöchern und damit auch alle fit ins Schlachtfeld springen können, werden wir uns heute nochmal die einzelnen Rollen mit genauer anschauen. Offensiv, Defensiv, Unterstützung und Tank sind hier die vier Rollen, die man auswählen kann und wir befassen uns in diesem Video mit den Unterstützern. Unser erster Unterstützer ist Mercy. Sie hat eine Strahlenkanone, mit der sie ihre Verbündeten heilen oder verstärken kann, eine Pistole für den Notfall, die Fähigkeit Schutzengel, mit der sie sich an Verbündete heranziehen kann. Mit ihren Engelschwingen kann sie durch die Lüfte gleiten, um größere Höhen zu umgehen und durch ihre Ulti Verbündete in ihrer Nähe wiederbeleben. Nummer 2, Lucio. Er besitzt eine Art Dubstep Gun, mit der er Gegner auch aus näherer Distanz zurückdrängen kann. In gepflegter Mirror's Edge Manier hat er die Fähigkeit, an den Wänden zu klettern. Mit der Taste Shift kann er hierbei zwischen seinen beiden Songs Heal und Speed wechseln und diese jeweils mit E verstärken. Seine Ulti-Soundbarriere erlaubt es ihm, seinen Verbündeten kurzzeitig persönliche Schilde zu verleihen. Symmetria. Sie hat einen Photonprojektor, der dem Gegner in der Nähe kontinuierlich Schaden hinzufügt. Zudem kann dieser Projektor eine aufgeladene Energiekugel abschießen, die hohen Schaden verursachen kann und beispielsweise durch Reinhards Schild kommt. Durch ihre drei aufstellbaren Geschütze stellt Symmetria Fallen für die Gegner auf. Symmetrias Photonenschild hilft hierbei seinem Verbündeten, den Schaden bis zu seinem Tod zu verringern. Ihr Teleporter erschafft einen Ausgang, der für die Verbündeten am Spawnpunkt zugänglich ist. Zenyatta. Er schießt Energiekugeln, welche er einzeln oder in Salven abfeuern kann, besitzt zudem die Sphäre der Harmonie, welches maximal einen Verbündeten heilt, solange er noch am Leben ist. Das Gegenstück dazu ist die Sphäre der Zwietracht, mit dem der Gegner mehr Schaden erleidet. Während seiner ultimativen Fähigkeit ist Zenyatta immun gegen Schaden und heilt sich und seine Verbündeten in der Nähe. Das war's soweit mit den Unterstützern. Schreibt mir noch euren Favoriten in die Kommentare und werft einen Blick in die anderen Videos, wo wir uns die restlichen drei Rollen mit anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß im Schlachtfeld.